Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sergio und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es EM 2020, 2021 EM Spiel Türkei gegen Italien. Und zwar, Wakes hat Italien und ich hab Türkei. Was geht ab? Sehr lost. Salam, Leute. Alles klar. Bestes Intro. Squad Builder Battle Time, Leute. EM Prediction 2021 Italien gegen Türkei Eröffnungsspiel. Wir machen das hier als SBB. Das wird wild. Also, wenn ihr Bock auf solche Formate habt, dann schreibt es gerne unter den Kommentaren. Beziehungsweise lasst ein Like da. Lasst uns mal die 4000 Likes hier knacken. Wäre heftig. Und schreibt mal gerne unter den Kommentaren, wer wird das Spiel gewinnen? Italien oder Türkei? Ich sage, Türkei wird 3-1 gewinnen. Was sagst du? Ah, 2-1 Türkei. 2-1 Türkei, also. Aber heute im SBB 2-1 Wakes. Okay, alles klar. Also, Starspieler ist bei mir Burak Yılmaz natürlich und der Wakes hat Insigne genommen. Wir quatschen nicht viel, beziehungsweise unten in den Videoschreiben ist auch Wakes natürlich verlinkt. Wir haben auch da was Schönes gedreht, checkt auf jeden Fall aus. Ansonsten, ich halte rein, let's go. Ah, okay, so ein Ding ist das. Der will direkt wissen, ob er einen hat oder nicht. Du meinst ja, wir sollen recht teuer bauen, okay? Genau, so sieht's aus. Deswegen habe ich bei mir im Sturm eine Icon. Ja. Also irgendwann mal eine Icon, jetzt ist es gerade noch keine, aber irgendwann. Es ist Cristiano Ronaldo Totti. Da habe ich immer ein paar Batzen auf den Tisch gehauen, einfach mal klatscht, die Batzen auf den Tisch geklatscht und dann habe ich rechts noch Kulusevski. Okay. Ich habe Inzaghi und Lazari aufgeschrieben. Ah, macht er gut. Okay, ready? Ready. Steady. Okay. Go. Es kann sein, dass er die beiden hat. Wenn er die beiden hat, dann bin ich wirklich heute absolut tot. Und zwar Dolgisch im Sturm und in der Mitte gehen wir mit Cantona. Sehr offensichtlich, ich weiß, aber wer weiß. Vielleicht hab ich was für offensichtlich? Der sagt zu mir, lass zwei Icons einbauen. Bam, direkt die ersten zwei Karten, zwei Icons. Woher soll ich das denn wissen? Und? Nee, ich hab David und Ikone. Ich hab von links, ja, genommen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Da war Erweiterung, zweite Runde. Zweite Runde. Mittelfeldspieler, Leute. 4-3-1-2. Du hast drei Mittelfeldspieler, ich habe auch drei. Aber wir fangen an bei deinen diesmal, ja? Okay, ich schaue, was ich jetzt hier gemacht habe. Okay, alles klar. So, wir müssen jetzt noch einen Türken hier nehmen, ne? Der geht auch zurzeit ab. Ich hoffe, dass du auch morgen gut spielst, mein Freund. Hakan Çalhanoğlu, ja? Und dann haben wir in der Mitte, schauen wir mal, wen wir da haben. Da haben wir den Kisei, wie sagt man das? Kisei? Kisei? Nee. Kisei. Genau. Und rechts Casemiro. Ah. Ja. Ich habe rechts Awa. Ja. Den Rest weißt du selbst, oder? Nein. Doch, doch. Weißt du selbst. Niemals. Doch, doch. Mach raus die beiden. Der vorausschauende Wakes, Cassie und Çalhanoğlu. Bei mir steht Çalhanoğlu, aber ihr wisst alle, dass ich Çalhanoğlu meine. Okay, das ist krass. Çalhanoğlu. Hm? Ich halte rein. Ja. Ich halte rein. Ich überlege gerade, ob ich Joker verwenden soll. Ich glaube, diese Mitte wäre dieser andere Joker. Ich glaube, mittlere ZM direkt gleich. Aber erstmal meine Spieler. Ich probiert gerade. Warum? Die beiden hast du, schon krass. Ja, Bro, was soll ich dir erzählen? Çalhanoğlu, super Name. Linke Seite, Zielinski. Super Tots, super Typ. Kann natürlich auch baden gehen heute. Tauchen gehen. Quallenfischen. Mitte. Mittlere ZM. Kimmich Tots. Rechte ZM, Perfect Link. Gib ihm böse. Goretzka. Also mein Team ist heute teuer. Du meintest 10 Millionen insgesamt. Ich glaube, jetzt ist mein Team schon 10 Millionen alleine. Essien, Nainggolan, Kessié kannst du behalten natürlich. Merkst du selbst, ne? Mittlere ZM, Torwart. So, Zirkus gebrochen. Ich hoffe, ich snipe was, aber der Junge ist einfach gut drauf. Der kann sehr gute Teams bauen, keine Ahnung wieso, aber... darf ich vielleicht Mbabu behalten? Wem? Mbabu. Ah, okay. Der ist eigentlich ein Innenverteidiger. Also, da spielen ihn die meisten. Ich habe ihn jetzt Rechtsverteidiger. Okay, ausnahmsweise. Darf ich links aus der Serie A Mojica behalten? Wem? Nochmal? Mojica. Okay, interessant. Ich habe Sandro und Bender aufgeschrieben. Ja,
Hätte ich auch nehmen können. Hätte ich auch nehmen können. Mujica. Wo spielt er denn? Bei Atlanta. Okay, gut. Ist gerade gewechselt, hat 90 Tempo, ist super Typ. Ja. Okay, ich schreibe jetzt noch, ich habe noch einen Spieler nicht aufgeschrieben. Ich wollte den Jungs mal meine beste Schreibschrift zeigen. Okay, alles klar. Ich habe lange nicht mit Schreibschrift geschrieben, du kannst schon mal einfügen. Ich fange jetzt an, fang mit dem linken an. Linken. In der Zeit zeige ich dir meine Schreibschrift. Okay, alles klar. Auf der linken Seite gehen wir mit, meine Damen und Herren, Theo Hernandez rechts, mhm. Lucas Vazquez. Leute, ich glaube, man kann es lesen, da steht Vazquez. Wie kam. Kannst du noch Schreibschrift, Bro? Egal. Bro, probier gleich, mach gleich die Innenverteidiger und Torwart mit Schreibschrift. Warte mal, hast du beide oder was? Ja, klar, klar. Aber da steht Vazquez und hier steht Hernandez. Kannst du bitte gleich auch die Innenverteidiger und Torwart in Schreibschrift aufschreiben? Und die kannst du auch beide rausnehmen, by the way. Unglaublich. So, Freunde, die letzten drei Spieler. Ich habe für Seko aufgeschrieben. Ich hoffe, du hast es dir gemerkt mit Schreibschrift. Das bringt Glück. Ah, ich habe vergessen. Soll ich nochmal schreiben für dich? Ein, zeig gleich, aber füge erstmal du ein. Darf ich bitte spielen, bitte? Tomori. Bitte. Rechts habe ich extra nur für diese scheiß Aufnahme jetzt hier, ne? Ramos Toti geholt. Und im Tor. Warte, lass mich sagen. Courtois? Nein, Lunin. Ah, okay. Dann habe ich nur Lunin nicht. Hör mal auf. Tomori und Ramos habe ich, doch. Digga, warum spiele ich denn überhaupt heute noch? Ey, Digga, was machst du? Hä? Bro, einfach RIP. Was habe ich alles erraten? Alle vier Verteidiger und zwei ZMs, ne? Sechs ja. Spieler habe ich erraten. Fast sieben, Hilfe. Hast du aufgeschrieben? Ja. Ich habe Ferdinand. Ich habe Carlos Alberto. Und im Tor habe ich Oblaktotz. Kannst du behalten. Was hast du? Achso. Was hast du aufgeschrieben? Lacroix, Desailly und Manuel Neuer. Geil, Leute. Sehr gut. Darf ich alle behalten gegen sechs Bronzespieler. Egal. Ich mach mal Pressing nach Ballverlust rein oder so. Das ist bestimmt gut dann. Wie starten? Junge. Ich gebe nur 30 Minuten, Digga. Nur 30 Minuten. Und dann siehst du meinen Rage Quit. Was hast du dir da gebaut? Keine Ahnung, hey. Ach, scheiße. Ich vergessen, Cristiano Ronaldo die 7 zu geben. Deswegen wird er heute nicht so viele Tore schießen. Ja. Scheiße. Ja. Der fühlt sich unwohl. Aber das Ding ist, ich darf nicht zu übertreiben, weil Angreifer hast du ja gute. Ganz stark, Jungs. Boah, was ein Pass, Hilfe! Nein! Boah, aber dieser Pass, ich schwöre, das war einer der besten Pässe, die ich jemals gespielt habe. Zack! Bäh. Bam! 1-0. Scheiße, 1 gegen 1. Okay, jetzt nicht mehr. Komm, Yilmaz! Oh. Aber von da kann er, ne? Von da kann er. Schade. Bam. Yeah. Torwart, wichtig, danke. Ja, hätte ich dein Torwart noch getroffen, wäre so wichtig gewesen, ne? Du hast schon alles. Oh. Jawohl, Ronaldo geht hoch, 2-0. Leute, ich versuche 11-0, aber ich kann es euch nicht versprechen. Ich glaube, geht nicht. Schwer 11 Tore. Ey, was ist das denn, Junge? Burak. No. Oh no. Oh no, 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 ja, no. Mann. Ey, 3 Tore in einer Halbzeit, das ist echt nicht gut, Leute. Ich versuche so viel es geht, aber der hält alles. Jawoll. Nein. Jawoll. Ausweppen. Geht doch. Ey. Wieso kann man hier Jubel nicht skippen? Tor auch nicht. Jawohl, 5-0. Jetzt schieße ich sie, Digga. Jetzt schieße ich sie. Jawohl. Nein, 6-0, wow. Boah, Bro, das ist. Ich bin nicht zufrieden. 6-0. Ich bin nicht zufrieden. Du hast echt krass mit deinem Torwart gespielt und so auch heftig verteidigt. Aber ich hatte 12 Schüsse, 14 Schüsse. Da hätte auf jeden Fall der ein oder andere mehr reingehen müssen. Egal. Was mache ich? Vielleicht hast du Glück heute, ne? Vielleicht treffe ich trotzdem die Beste. Vielleicht treffe ich auch nur Bronze. Weil du hast genau 6 Bronze. Insgesamt 6 Discards. Ich bin ruhig. 6 Stück? Ja. Muss mir nochmal dein Team angucken. So. Cantona, Dalglish, Yilmaz und Casemiro und Lunin haben überlegt. Das heißt, Cantona, Dalglish wollen wir treffen. Der Rest ist eigentlich auch gut so, aber das sind so die zwei Kandidaten, die natürlich krass wären. 6 Picks, du hast 6 Bronze.
Ich bin nicht zufrieden, Leute. Der Torwart hat ihn auf jeden Fall heftig gesaved und Sekko hat das auch immer gut, also selbst gut gemacht, nicht der Torwart, also du hast ihn ja gesteuert. Ich würde sagen, boah, Bro, ich nehme erstmal deinen Torwart. Ein Pick weg. War da was? Oder sagst du nichts? Sag nichts. Dann nehme ich deine ganze Verteidigung. Linksverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. 5 Picks weg. Und dann nehme ich noch deinen linken ZM. 6 Picks weg. War klar, dass du jemanden triffst. War klar. Wen? Also Lunin, Casemiro. Dann hast du 3 Bronze getroffen und Cantona. Wo war Cantona? Sag nicht links ZM. Linker Innenverteidiger. Ah, was war links ZM am Ende nochmal? Bronze. Oh. Ja, Leute, ich bin zufrieden. Die Taktik hat geklappt, einfach alles hinten wegzunehmen und dann noch einen aus dem Mittelfeld. Cantona, Dalglish hat überlebt, ne? Ja. Crazy. Cantona, RIP. So, Jungs, Cantona, Casemiro und Lunin gebe ich ab. Also ich habe einfach Scheiße gebaut heute. Keine Ahnung, wieso. Ja, verdient auch verloren natürlich so. GG, Bro. Lass ein Like da, lass ein Abo da, Jungs. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Du hast die letzten Worte. Ja, Bro, war auf jeden Fall für dich auch schwierig. Was sollst du da machen, ne, wenn ich so viel errate? Ich hätte, ja, Leute, ist okay ausgegangen. Wir haben Icon getroffen, wir haben gute Spieler getroffen. Lasst Liebe da, auch wenn ihr von mir kommt. Bewerten nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns. Peace.